Hallo Leute! Na, genug vom tristen Schulalltag? Braucht ihr mal wieder etwas Farbe in eurem Leben? Dann besucht doch unseren alpinen Studienplatz im bergigen Süden Bayerns. Ob waghalsige Klettertouren in schwindelerregender Höhe oder einfach nur entspannt die atemberaubende Landschaft genießen. Hier gibt's für alle etwas. Aber ich kann euch ja viel erzählen. Kommt doch einfach mal mit und seht selbst. Psst, hier müsst ihr ganz leise sein, sonst verscheucht ihr noch die Kramerlinge. Wo konnten die seltenen Waldbewohner nur versteckt sein? Jetzt seid ihr an der Reihe. Macht euch auf die Suche nach Hinweisen. Dabei müsst ihr all euer Wissen über unsere Wälder einsetzen. Mitten in den Buckelwiesen zwischen Karwendel und Wetterstein liegt unsere Jugendherberge Mittenwald. Fernab vom hektischen Straßentreiben findet ihr dort das idyllischste unserer drei Herbergshäuser. Hier könnt ihr vom Schulstress abschalten und eure Gedanken baumeln lassen. Beim Landart-Projekt könnt ihr mit Materialien, die nur in der Natur zu finden sind, eure Fantasie freien Lauf lassen. Wem das nicht aufregend genug ist, der kann sich in unserem Kletterstadel austoben. Illusion broken, but your memory's intact. Well, it's running through your head like an explosion. And the smiles on all the faces of the children in the park are just a momentary loss of inhibition. Or you try to keep it all intact with bubblegum and twine. Well, it's bound to make a mess along the sidewalk. And a sticky wish is weaseled in the corner of your brain. Now it's time to let the weasel talk again. Habt ihr Lust, mal Mittenwald von ganz oben zu sehen? Dann fahrt doch mit der Karwendelbahn auf über 2200 Meter Höhe. Die Aussicht ist atemberaubend. Aber vergesst eure Jacken nicht, denn oftmals liegt dort oben selbst im Hochsommer noch Schnee. Seid ihr schon mal mit euren Füßen in zwei verschiedenen Ländern gleichzeitig gestanden? Nein? Dann ist die Isar-Flusserkundung genau das Richtige für euch. Da könnt ihr nicht nur zwischen Bayern und Österreich hin und her springen, sondern auch die unglaubliche Artenvielfalt an der türkisblauen Isar und den umliegenden Wäldern erkunden. Schaut mal, da drüben, da klettert ja jemand. Kommt, da gehen wir mal rüber. Wow, ist das hoch! Aber keine Sorge, unsere Bergführer kennen sich bestens aus. Die zeigen euch, wie ihr wie die Profis bis ganz nach oben über die Baumwipfel kommt. Aber nur wer mutig genug ist, kann diesen tollen Ausblick auch genießen. Und für diejenigen, denen das zu hoch ist, habe ich hier noch was anderes. Kommt mal mit. Ihr wollt das Klettern erstmal ausprobieren? Dann seid ihr in Oberammergau genau richtig, in unserer zweiten Jugendherberge. Denn hier gibt es eine Indoor-Kletterwand, die ist über drei Stockwerke hoch. Nur keine Angst, ihr seid immer bestens gesichert. Teamwork wird bei uns übrigens ganz groß geschrieben. Bei dieser tollen Übung geht es darum, dass ihr zusammen eine ganz schwere Aufgabe löst. Aber nur wer zusammenhält, kommt ans Ziel. Unsere größte und modernste Jugendherberge findet ihr in Garmisch-Partenkirchen. Hier wird euch bestimmt nicht langweilig. Neben vielen sportlichen Aktivitäten könnt ihr es euch aber auch bei einem Filmabend oder einer Party mit fruchtigen Cocktails gut gehen lassen.
Ein reichhaltiges Frühstücks- und Abendbuffet und ein Lunchpaket zum Mitnehmen sorgen dafür, dass ihr bei all dem Spaß auch bei Kräften bleibt. Und Kraft braucht ihr wirklich bei diesem wahnwitzigen Unterfangen. Gemeinsam werdet ihr die nassen, wasserdurchpeitschten Höhlen der Partnachklamm bezwingen. Das ist nichts für Angsthasen und Landratten. Puh, bei all der Aufregung habt ihr euch aber auch mal was Ruhiges verdient. Zum Ausklang des Tages macht ihr eine Nachtwanderung hinauf zur Burgruine. Dabei dürft ihr keine Lampen und Kerzen mitnehmen, nur der Mond und die Sterne leuchten euch anfangs den Weg. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell to the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Jedenfalls würde ich mich freuen, euch bald wieder in einer meiner Jugendherbergen begrüßen zu dürfen. Und bis dahin... What you gonna do? Just smile. You're gonna see it through. Your wings are gonna sprout, and you will.